Meine Damen und Herren, wir brauchen jetzt nicht darüber diskutieren, in welchem Zusammenhang dieses Wort verwendet wurde. Die Frau Abgeordnete Magistra Musiol ist am Wort. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Bundeskanzler, Herr Staatssekretär. Ich könnte jetzt auch einen Großteil meiner Redezeit darauf verwenden, die Qualität dieser Diskussion, das Niveau dieser Diskussion zu beschreiben. Das hat dieses Thema aber nicht verdient. Dafür ist mir dieses Thema, uns Grüne, dieses Thema viel zu wichtig. Demokratie, direkte Demokratie, Wahlen, das ist der Kern unserer Politik, das ist die Kernfrage, um die es geht. Und davon ausgehend sitzen wir hier, davon ausgehend sind die Kräfte verteilt in unserem Land, die dann entscheiden, was inhaltlich zu passieren hat. Und ja, Demokratie ist anstrengend, direkte Demokratie ist anstrengend. Da muss man diskutieren, da muss man informieren, da muss man abwägen, da muss man entscheiden. Nicht aber ist Demokratie plakatieren und Hasspredigen schüren. Ja, das dient der Demokratie ganz sicher nicht. Und apropos Plakate, was heißt denn dem Volk sein Recht? Welches Volk meinen Sie denn? Herr Strache, Sie tragen serbische Freundschaftsbänder. Meinen Sie das serbische Volk? Meinen Sie die Serben in Wien? Meinen Sie die Serben in Wien, die die FPÖ gewählt hat? Meinen Sie die FPÖ-Wähler? Wen meinen Sie? Oh ja, das ist das Staatsvolk. Aber wir wissen alle, dass Volk unterschiedliche Bedeutung hat. Und auch darüber werden wir diskutieren müssen. Apropos Diskussion. Es liegen zahlreiche Vorschläge auf dem Tisch von den Grünen, von der FPÖ, die sind sogar ident in manchen Bereichen. Ich freue mich zum Beispiel, dass Sie unserem Vorschlag der 4% Ableitung auf die 250.000 gefolgt sind. Das heißt, Sie sind auch manchmal Argumenten gegenüber offen. Es gibt Vorschläge von Staatssekretär Kurz und der jungen ÖVP. Es gibt auch Vorschläge von der Präsidentin Brammer, die alle diskutierenswert sind. Aber wichtig ist, dass wir uns endlich dran machen, das zu diskutieren. Auch die Vorbehalte, die Kollege Wittmann gebracht hat. Ich meine, ganz so glaubwürdig, dass Sie offen sind für Diskussionen, war Ihre Rede jetzt nicht, aber ich will es weiter glauben und deswegen werden wir auch diese Diskussion aufnehmen. Aber zu sagen, ja, wir wollen diskutieren, aber das und das und das und das und das wird nicht gehen, signalisiert halt nicht allzu viel Offenheit. Diese Diskussionen, diese Vorschläge liegen am Tisch, die gehören diskutiert und dann gehört diese Diskussion abgeschlossen und entschieden. Und zwar noch in dieser Periode. Ich bin dafür, dass wir noch in dieser Periode eine Entscheidung treffen, das in ein Gesetz geht. Dann muss es eine Volksabstimmung darüber geben, das wissen Sie alle, der Verfassungsgerichtshof hat so entschieden. Und die nächste Regierung, egal wie sie aussieht, egal welches Couleur, hat dann schon in diesen Verhältnissen gemeinsam mit den Parlamentarierinnen, die in diesem Parlament sitzen werden, vor dem Hintergrund dieser direktdemokratischen Instrumente zu leben und auch damit Hand zu haben. Und da auch noch eines zum unterschiedlichen Zugang. Herr Strache, wenn Sie sagen, die Bevölkerung nicht mitreden lassen, das ist nicht mein Ansatz von direkter Demokratie. Mein Ansatz von direkter Demokratie ist, dass die Bevölkerung initiativ werden kann. Da geht's nicht. Ich habe Ihnen dann schon zugehört, aber vorangestellt haben Sie die Frage, ich, Herr Strache, habe ein Anliegen, das bringe ich hier ins Parlament und dann möchte ich, dass die Bevölkerung dazu mitspricht. Das ist Ihr erster Zugang. Ihr zweiter Zugang war dann das Initiativrecht. Ich habe Ihnen sehr wohl zugehört. Ich sage Ihnen, direkte Demokratie bedeutet, ja, ich rede regelmäßig mit Vasilako zu direkter Demokratie. Sie ist auch zuständig für diesen Bereich und da tut sich sehr viel in Wien und sehr viel Positives. Direkte Demokratie bedeutet Initiative von unten, bedeutet aber auch, dass diese Initiative irgendwann einmal in ein Gesetz mündet und nicht, dass sie so wie jetzt im Parlament versickern. Und Herr Bundeskanzler, wenn Sie sagen, direkte Demokratie wollen Sie zur Steigerung der Akzeptanz der Politik oder man kann es auch sagen, als Instrument gegen Politikverdrossenheit, wie es auch oft genannt wird. Das kann nur ein ganz kleiner Teil sein und ich glaube, da werden wir nicht sehr erfolgreich sein. Direkte Demokratie ist wichtig, muss aber ein Selbstverständnis per se sein. Aber zur Akzeptanz der Politik, ja, sind andere Dinge notwendig. Da ist notwendig, dass die Menschen in Österreich erleben, dass die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen nicht weiter aufgeht, dass hier sozial gerechte Politik gemacht wird, dass das Erkenntnis, dass Bildungspolitik hier weitergeht,
hinten ist und dass hier was zu tun ist, auch tatsächlich in Gesetze gegossen wird und nicht nur in Ankündigungen der Regierungspolitikerinnen. Das bringt Akzeptanz in der Politik und nicht nur, dass wir direkte Demokratie einführen. Ich möchte zu direkter Demokratie ermutigen, aber diese muss niedrige Hürden haben, deswegen die 4%, deswegen die 250.000. Aber es gibt auch ganz klare Tabus, ganz klare Punkte, über die wir nicht diskutieren werden. Das sind die Menschenrechte, das sind die Grundrechte. Hier ist ganz klar, und deswegen ist die Frage mit der Todesstrafe leicht zu beantworten, natürlich wird nicht über eine Todesstrafe abgestimmt, weil die Todesstrafe widerspricht den Menschenrechten. Also diskutieren wir gemeinsam, diskutieren wir zügig, beziehen wir die Initiativen ein und machen wir gute direktdemokratische Instrumente. Direkte Demokratie bedeutet Initiative von unten, die in ein Gesetz mündet und nicht versickert, wie es jetzt oft der Fall ist, sagte Daniela Musiol von den Grünen.